an einen Träger. Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedicta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady! Wir brauchen euch doch! Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm,
Wenn die uns hier beim Kerr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube, ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir, bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Stehen bleiben! Wo kommt ihr zwei denn her? Schnapp sie dir! Hier drüben! Da kommt! Du weißt, was du tust.
Holla, ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein, dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind... Hier. Geralt? Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte? Sid. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen.
Kontrolle verloren. Zu viel Äther. Wenn sich Garuda nicht beruhigt, verschluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Sind das alles? Los! Los!
ist hier. Ich weiß es. Der Dominus. Der Mörder meines Bruders. Bist du dir absolut sicher? Wie könnte ich seine Gestalt jemals vergessen? Wie die Flammen seiner Esper, Joshua. Pass auf! Seth! Bin noch da! Und Torgal auch! Mach dir keine Sorgen um uns! Darauf hast du gewartet. Los, Seth! Verzeiht mir.
Du bist nichts als ein Monster! Und ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben!
zu dir, Clive! Du bist es doch, oder nicht? Aufhören! Jetzt! Ich bin einfach zu nett. Verdammte Scheiße. So lange hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Benner. Das kannst du doch nicht gewollt haben, oder? König selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, Eure Hoheit? Natürlich. Möge Gwigo euch beflügeln. Come on.
Ordnet die Truppen. Jawohl. Eure Hoheit. Saboteure? Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich. Der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Alleine. Na, endlich wach? Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. Tu es. Was? Töte mich. Ich war's. Ich hab ihn umgebracht! Er ist tot! Joshua, ich hab ihn getötet! Ich bin ein Monster! Und ich verdiene den Tod! Töte mich! Jetzt sofort! Bitte! Bitte! Den Gefallen kann ich dir tun, wenn es das ist, was du willst. Aber erst wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen. Zieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Typ. Wir sehen uns in der Halle. Ich kann ihn mir ja mal anhören.